Ein brisanter Einsatz in einer Lasertag-Halle erwartet jetzt Stefan Sindera und Dennis Mann. Der Bruder der Melderin befindet sich offenbar in Gefahr. Oh, gut, dass Sie da sind. Frau Weber, ja, hallo, wir haben uns gerufen. Hallo, genau, Sindera. Gott, ich bin ganz aufgebracht. Also, mein Bruder, der kriegt andauernd, seitdem er hier bei der Lasertag mitspielt, kriegt er Drohbriefe. Gucken Sie mal hier, der lag auf dem Tisch. Also, ich finde das schon nicht mehr lustig. Da steht das drauf, dass sie den töten möchten oder sowas. Also, aber das ist nicht, dass die sich gegenseitig anstacheln und hier ein bisschen, weil hier geht's ja um Kampf, ne? Nee, also, das glaube ich nicht. Das ist wirklich schon, ich habe schon noch ein paar andere bei mir in der Tasche. Also das ist, wie hat er das denn bekommen? Per Post oder? Nein, der lag bei uns unter der Tür. Die schieben den immer unter der Tür her. Nix, sehen Sie ja. Da ist ja kein Absender drauf, gar nichts. Also wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie der Kollege schon sagt, ob Sie das vielleicht eventuell falsch einschätzen. Nee, das irgendwie ich untereinander. Nicht, das aber wir nicht. Gehen dem Ganzen einfach ja, mal nach, okay? Als die Beamten dem Verdacht der jungen Frau nachgehen, finden sie im Inneren der Halle ein weiteres Indiz dafür, dass hier tatsächlich ein Verbrechen stattgefunden hat. Also das ist ein bisschen komisch. Normalerweise hier ist der Tresen, hier steht eigentlich immer so ein netter Herr. Sie waren doch gerade schon drin, ja? Genau, ich weiß, also wenn Sie jetzt mal gucken, hier müssen Sie mal eben... Wie lange ist der Tresen denn hier schon unbesetzt? Also wo ich vorhin reingeguckt habe, war auch noch keiner hier, ich weiß es nicht, aber... Hallo? Es scheint wohl, dass gerade ein Spiel läuft. Hier geht's alle, ne? Hier ist ja Musik. Ja. Sollen wir mal gucken? Also ich weiß nicht, gucken Sie mal hier. Hallo? 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 Mensch, hey, ich glaube, das bringt hier nicht viel, ne? Ich geh mal raus. Sind die am Zocken? Warte mal, was? Hallo? Das ist der Herr, der arbeitet hier. Hallo, warte mal. Hallo. Hallo, ich freue mich, Sie zu sehen. Ich bin Ihr Mitarbeiter, ich bin Ihr Aushilfe. Hast du? Ich wurde gerade überfallen. Sie wurden überfallen? Ja, ich saß da vorne. Ich hatte gerade ein bisschen Leerlauf und saß da. Und ganz plötzlich auf einmal kam einer von hinten, der hat mich in den Schwitzkasten genommen, hat ein Messer dabei und ich musste mich hier hinknien. Er hat mich gefesselt und geknebelt. Wie lange ist das Ganze jetzt her? Nicht lange. Es war kurz, vor kurzem eher. Können Sie die Person beschreiben? Nee, er hatte eine Maske auf. Ich musste mich hier hinsetzen. Aber das ist auch nicht so lange her. Und der muss noch hier sein. Weil die Tür, ich habe Sie reinkommen hören, aber sonst, die Tür ging nicht wieder zu. Ist das da die einzige Möglichkeit, ja, rauszugehen? Ja. Wie lange sind Sie jetzt schon hier? Ich stehe hier. Ich bin gerade auch erst gekommen, vor 5 Minuten. Ich sage ja, da war der Herr auch schon nicht hier. Okay, ist Ihnen da irgendjemand entgegengekommen? Nein, gar nicht. Ich glaube, der muss an die Kasse. Ich kann nicht mehr nachschauen. Sind Sie verletzt? Brauchen Sie einen Arzt? Nee, meine Hände, das geht alles. Aber für mich, der Mist, der ist echt noch hier. Ich glaube, müssen wir finden. Ja, dann müssen wir drinnen noch das Spiel abmachen. Ja, alles weg. Das sind mindestens 1.000 Euro. Das sind die Tageseinnahmen. Okay, dann passen Sie mal auf. Dann brechen Sie bitte jetzt hier mal auch das Spiel ab, ja? Stefan Sindera und sein Kollege Dennis Mann müssen davon ausgehen, dass sich der brutale Täter noch in der Halle befindet. Möglicherweise gibt es weitere Opfer. Hallo! Achtung! Spiel ist beendet! Hallo? Polizei, kommen Sie einmal her! Kommen Sie mal bitte, das Spiel ist jetzt beendet! Einmal zu mir! Hier hat eine Straftat stattgefunden! Wie viele Leute seid ihr? Ich heiße nur 5. Aber wir haben 3, 4. Unsere Zeit läuft! Wir gehen einmal nach draußen. Wir können gleich nochmal spielen. Wir gehen einmal nach draußen. Wir können gleich das Spiel fortsetzen. Das Spiel geht gleich weiter. Wir bitten Sie jetzt erstmal alle hier draußen. Ihr Ernst? Unser Ernst, genau. Yay. Wir werden das Turnier verkacken. Positiv denken. Mal gucken, was der Spruch ist jetzt hier läuft. 5 Leute sollen das sein. Gehen Sie bitte dem Kollegen da. Können wir gleich weiterspielen? Sie können gleich weiterspielen, ja. Wie viele Leute müssen jetzt hier drinnen gewesen sein? Alles so, kommen Sie einmal zu mir, ich erkläre Ihnen alles. Kommen Sie mal hier, nehmen wir was mehr Platz. Alles gut, ja. Kommen Sie mal bitte. Ich den Drohbrief gesehen, der auf dem Tisch lag. 1, 2, 4, fehlt noch einer. Kommen Sie mal bitte. Kommen Sie einmal zu mir, wir erklären Ihnen alles. Also, ich muss jetzt noch mal dazu sagen, ich habe jetzt hier noch weitere Drohbriefe. So, ich habe jetzt die 3 mitgenommen. Ich habe die auf dem Tisch gefunden. Der eine lag heute Morgen da und die anderen, die waren unter einer das Zeitschrift. Das ist einfach nur so ein Scherz. Nein, das kann kein Scherz sein. Guck dir mal bitte an, was da drauf steht. Halt dich von der Lasertag-Halle fern, sonst geschieht ein Unglück. Such dir eine andere Halle oder es wird ein böses Ende mit dir nehmen. Das bestimmt. Okay. Die Drohbriefe sind gerade erstmal zweitrangig. Es geht darum, der Herr wurde gerade überfallen, mit einem Messer bedroht und es wurden die Tageseinnahmen gestohlen. Weiß da irgendjemand was von?
Wir waren doch die ganze Zeit am Spielen. Ja. Werden wir jetzt hier verdächtigt? Wir waren doch die ganze Zeit da drin. Also die Person hat laut Aussage vom Zeugen noch nicht die Arena verlassen. Das heißt, er muss nur irgendwo hier sein. Wir waren die ganze Zeit, wir haben die ganze Zeit gespielt. Ja. Wir haben nächste Woche ein Turnier. Also wir können doch bezeugen, dass jeder von Ihnen in der Halle gewesen ist. Ja. Wir können uns auch gerne durchsuchen oder in unsere Spende reingucken. Wir haben überhaupt nichts zu verbergen. Wir haben die ganze Zeit gespielt. Ja, eben. Dann würde ich das als Maßnahme nehmen. Wir gucken einmal in die Spende, ob wir irgendwo Geld finden oder ein Messer oder irgendwas, was darauf schließen lässt. Dann, wo sind die Spende? Die sind da vorne, rechts. Pass auf, Fahndung ist erstmal raus. Ne? Ja. Also ich habe das erstmal an Arnold weitergegeben und der 1428, der fährt hier im Umkreis. Ne? Also in der Halle haben wir jetzt keinen gesehen. Wir werden mal da. Wir gehen vor. Wo sind die Spende? Die sind da rechts. Rechts. Da rechts. Bei der Durchsuchung der Spende müssen die Beamten nicht lange suchen. Ausgerechnet beim Bruder der Melderin werden sie fündig. Stefan? Ich hab's nicht da reingetan. Alter, was ist Finden das Sie mal bitte alle zurück, ja? Das war ich nicht. Von wem ist das, der Spind? Das ist mein Spind, ja. Er hat gerade aufgemacht. Aber die Sachen sind, also die Tasche ist von mir, aber nicht der Rest. Gut, ich muss Sie jetzt belehren. Sie sind jetzt Verdächtiger im Strafverfahren, also die Sachen sind eindeutig. Sowas mache ich nicht. Max, das will dir irgendeiner anhängen aus deiner Gruppe, auf jeden Fall. Das kann nicht sein. Gut, wir haben jetzt natürlich keine anderen Hinweise, dass... Wie hoch waren die Tageseinnahmen? Kommt das ungefähr? Das sind um die 1.000 Euro. Okay, das müsste ich jetzt leider erstmal an uns sehen, weil das... Wir können auch gerne auf den Hals gucken. Wir waren alle in der Halle, das kann gar nicht gewesen sein. Ich war die ganze Zeit in der Halle. Ist das das Messer, mit dem Sie... Das ist genau das. Mit dem wurden Sie auch bedroht. Ich glaube, ja. Das kann gar nicht sein. Was ist das? Das war auch eine männliche Stimme, die Sie da bedroht hat? Okay, gut. Dann würde ich die Damen jetzt alle mal kurz bitten, sich da hinten hinzusetzen, ja? Einmal da bitte Platz nehmen. Sie bleiben auch da. Hätte ja keiner mit gerechnet. Sie sehen ja, irgendeiner, der wenig. Ja, Sie können ja sehen. Ich hab Max war die ganze Zeit bei mir. Ich war die ganze Zeit dabei. Sie kommen mal bitte hierher. Sie sind doch keine Dame, oder? Nee, sorry. Nee, ich hab gedacht, die Damen sollen sich setzen. Da sehen Sie auch. Ich habe am meisten die meisten Punkte gesammelt. Wer ist denn Two-Face? Das sind Sie. Ja. Sind Sie so schlecht oder? Weil Sie haben fast 2000 Punkte weniger als der Rest. Da hier alle Betroffenen beteuert haben, dass keiner der Beteiligten die Arena verlassen hat und sie sich gegenseitig da in der Halle beschossen haben, kommt dies ungefähr gleich einem Alibi. Demnach sind wir auf die Idee gekommen, beziehungsweise auch nach Anraten von Zeugen, dass wir uns mal die Spielstände anschauen, wo ja eigentlich klar sein müsste, dass jeder ungefähr den gleichen Spielstand hat. Wir konnten hier allerdings bei dem Beschuldigten feststellen, dass er fast 2000 Punkte weniger als die anderen haben. Entweder ist er grottenschlecht oder er hat die Halle verlassen. Also es erscheint für mich komisch, dass er die Highscore hat, anscheinend die Arena aber verlassen haben muss zum Ausrauben und Sie haben die wenigsten Punkte. Also irgendwie ergibt das keinen Sinn, weil er hätte ja dann weniger Punkte haben müssen. Also das macht für mich jetzt keinen Sinn. Haben Sie vielleicht irgendwie mal die Arena verlassen, zwischenzeitlich? Ja, okay, ich habe die Arena verlassen zwischendrin in der zweiten Runde. Aber doch nur, weil du die ganze Zeit dich hier einschleimst und dich hier in unsere Gruppe einfach reinlistest. Hast du mal drüber nachgedacht, warum? Moment, haben Sie die Person überfallen, mit dem Messer bedroht und die Einnahmen gestohlen und ihm ins Spind gelegt? Ja, verdammt, ich werde den doch andersweitig nicht mehr los, mein Halbbruder, geht mir so auf den Keks. Kaum ist er hier aufgetaucht, ja, seitdem ist er immer in der Lasertag-Gruppe drin. Ich war immer Erster gewesen, jetzt ist er dauerhaft, du müsst ja auch vielleicht noch mitsehen können, weil ich habe ja auch gespielt, ich war ja auch in der Halle. Trotzdem ist er die ganze Zeit vorne. Also er ist damals schon immer besser gewesen und überall. Hast du einen Dachschaden? Pass auf, dann muss ich Sie noch mal belehren. Sie brauchen natürlich da jetzt nichts weiter zu sagen. Sollten Sie sagen, kann das gegen Sie verwendet werden. Wir haben hier einmal Vortäuschung von Straftaten, die Bedrohung, gefährliche Körperverletzung, Raub, räuberische Erpressung. Können sich theoretisch was aussuchen, werden wir Sie gegen alles beanzeigen. Dann gegen Sie, der Tatverwurf ist damit natürlich hinfällig. Am liebsten möchte ich, dass er jetzt auch gleich geht. Du brauchst ihn nie wieder aufbauen und hast jetzt direkt Hausverbot. Der Täter wollte seinem Halbbruder aus Neid den Überfall in die Schuhe schieben, um ihn loszuwerden. Seine Schwester ist von der Skrupellosigkeit der Tat schockiert. Ja, was denkst du dir denn, wenn er hier plötzlich auftaucht und hier die ganze Zeit sich überall an die Spitze setzt? Du weißt doch genau, wie es damals gewesen ist noch. Ja, aber trotzdem, ihr habt euch immer gut verstanden. Und das ist, also ganz ehrlich, fällt mir nichts zu einem, muss ich sagen, bin ich echt enttäuscht. Aber ich bin froh, dass es dir gut geht und du kriegst deine Strafe auf jeden Fall. Dann sollten Sie vielleicht trainieren und nicht solche Maßnahmen ergreifen. Wie gesagt, Sie haben hier eine Person bedroht, dafür wird wahrscheinlich
eine Freiheitsstrafe auf sie zukommen oder irgendwas, das ist ja schon kein... Mit Waffe, mit Fesselung, mit dem ganzen Drum und Dran, das ist nicht nur ein Raub, das ist ein schwerer Raub. Da ist die Mindestfreiheitsstrafe nicht unter 3 Jahren, das sage ich Ihnen jetzt schon. Ne? Kennen Sie die Geschichte vom vermissten Bruder? Ja, sind bei uns auf der Wache gekommen, die Brüder dumm und doof und haben ihren Bruder Dusselig als vermisst gemeldet. Das meinen Sie, die sich freuen, dass wir sie jetzt gefunden haben? Sehr sogar. Der Halbbruder des Täters ist fassungslos. Der junge Mann kann nicht begreifen, dass die Eifersucht seinen Halbbruder zu dieser unglaublich perfiden Tat getrieben hat. Wir nehmen den Simon mit. Sie können gerne Ihr Spiel fortsetzen. Personalien haben wir festgestellt. Es wird wahrscheinlich noch eine Zeugenaussage auf Sie zukommen, vor allem auf Sie. Der Kollege hat gesagt, die Einnahmen werden wir einmal mitnehmen. Die kriegen Sie natürlich auf jeden Fall wieder. Sind aber jetzt erstmal Beweismittel. Wenn Sie noch einen Spieler brauchen, mein Kollege ist Profi, der kann das bestimmt. Aber wie gesagt, Ihren Bekannten nehmen wir einmal mit. Also, wenn Sie Bock haben. Dann okay, ich melde mich da nochmal bei euch. Danke. Du kommst einmal mit uns. Okay. Haben Sie noch irgendwelche Sachen hier? Ja. Wo sind die? Portemonnaie, die unten links.